Ey, der ist doch gerade mal 7 oder so. Was macht der auf so einer Party? Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja meine Freunde, ich hoffe euch geht's gut da draußen. Und zwar, mein letztes Reaction-Video, wo ich auf DJ Fails reagiert habe, kam eigentlich ziemlich gut bei euch an. Und daher dachte ich mir, ich mache heute mal einen zweiten Teil. Aber bevor wir damit starten, ihr seht schon, der PC ist noch nicht an, weil mich hat ein YouTube-Kollege, sage ich mal, angeschrieben, hat mich gefragt, ob ich denn Lust habe, Lust und Zeit habe, für ihn einen Mix aufzunehmen. Er selber macht auch DJ hobbymäßig, das heißt, er lädt auf seinem Kanal auch immer so Mixe hoch. Und wir haben schon mal zusammen einen Mix aufgenommen. Und wie das Ganze funktioniert, kann ich euch mal kurz sagen. Und zwar, ich habe hier ganz normal meinen DJ-Controller. Ich nehme halt einfach Songs, die, wo ich auch auf meinem Kanal hernehmen würde, machst du zwischen 4 bis 6 Lieder, also eine Mix draus, und schick ihn dann einfach nur die MP3-Datei. Das heißt, die wird ungefähr so zwischen 15 und 20 Minuten lang sein. Er macht halt seinen Mix dazu und schneidet dann meinen sozusagen mit rein. Und deswegen, bevor wir mit dem Reaction-Video starten, muss ich jetzt erstmal kurz einen Mix für ihn aufnehmen. Songs habe ich natürlich schon vorbereitet. Kann ich euch noch kurz zeigen. Hier alles neue Tracks für einen neuen Mix. Eigentlich wollte ich die ja für meinen Mix hernehmen, aber was tut man nicht alles für Kollegen? Und zwar die Softbox ist schon ready, beziehungsweise die muss ich jetzt noch anschmeißen. Für euch mache ich jetzt ein kurzes Zeitraffer-Video. Und alle, die sich fragen, was das hier oben ist, ja, dass ich hier einfach meine GoPro anbringen kann und von euch von oben sozusagen den Live-Mix aufnehmen kann. Das heißt, wer meinen zweiten Kanal noch nicht kennt, der ist wie gesagt immer unten verlinkt in der Videobeschreibung. Checkt den gerne mal ab. Und zu dem neuen Mix, der wird dann, glaube ich, Ende der Woche, also von meinem Kollegen, online gehen. Dazu werde ich euch auch noch ein paar Infos geben. Wenn der online ist, verlinke ich euch den auch natürlich. Und ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Zeitraffer für euch. Ich nehme jetzt kurz einen Mix auf. Ja, und dann fangen wir an mit Teil 2 Reaction. Let's go! Leute, Mix ist fertig aufgenommen und jetzt geht's weiter zu Reaction Teil Nummer 2. Und bevor ich jetzt damit aber anfange, würde mich mal interessieren, wer von euch hat denn schon mein Sample Pack von dem 100 Abo Special runtergeladen? Die, wo es noch nicht wissen, ich habe euch den unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr das Video anschaut, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link zur Dropbox, das heißt, ihr müsst euch das einfach nur runterladen. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass ich das ja unten reingepackt habe. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Reaction-Video. Ich habe ein neues gefunden, das sind 10 DJ-Fails. Ja, ich habe sie mir noch nicht selber angeschaut, aber ich würde sagen, let's go. Okay, geht schon mal sehr gut los. Leute, das ist eine abnormal fette Torte. Also, was habe ich noch nie gesehen. Yeah. Indische Party. Okay. Also wenn ich mich nicht jetzt vertan habe, Leute, schaut's mal hier hin. Hier ist nichts angeschlossen. Und was ist das überhaupt für ein Teil? Ich habe keine Ahnung. Allein zieht euch mal den Laptop rein. Also wer mit so einem Laptop auflegt. Ne, ist ein totales No-Go, aber schauen wir mal, was passiert. Genau das, was ich vermutet habe. Nichts ist angeschlossen. Er tut halt so, als würde er auflegen. Ja, egal, bei so einer Party ist eh schon alles egal. Skrillex. Ich höre nur Bass. Ich verstehe nichts. Yeah. Da
hat die Musik wohl zu viel Saft gezogen, beziehungsweise die ganze Technik. Aber ist mir auch schon mal passiert, auf einem Gig. Kann man nichts machen, aber irgendwann funktioniert's wieder. Muss ich mal ein bisschen vorspielen. Also, diese Motivation von einem DJ oder beziehungsweise von diesem DJ, ja, ich glaube, das sieht man schon an seinem Gesicht, beziehungsweise zieht euch mal die LED oder das LED-Licht rein. Also was Krasses habe ich noch nie gesehen. Allein das liegt verkehrt rum auf dem Tisch. Ah, okay. Alles klar, was geht jetzt ab? Wie kann man so schauen? So ernst und eher lässig. Jetzt geht er wahrscheinlich voll ab. Leute, schaut euch den mal da hinten mit der Gasmaske an. Alter, was ist das für eine kranke Party, Mann? Ja, also es ist Hardstyle, aber was er da tanzt, ich weiß ja nicht. Also da habe ich schon Besseres gesehen. Aber ist natürlich lustig gemacht. Hey. Ich glaube, das sind nicht mehr alle nüchtern. Aber kurz noch dazu, ungefähr so sah damals mein Setup aus, bevor ich meinen Pioneer-Controller geholt habe. Ja, mein kleiner Numark Mixtrack Pro 3, was heißt klein, aber ungefähr die Größe, vielleicht ein bisschen größer. Mein Laptop dazu, jetzt brauche ich es halt nicht mehr, weil ich ja ein Display habe und nur so kurz am Rande. Was ist das für eine Location, Mann? Schaut euch das mal an, hier sind Stühle als Absperrung hergenommen worden. Und dann kleine Kiddies. Hey, der ist doch gerade mal 7 oder so. Was macht der auf so einer Party? Und warum hört man da schon Hardstyle? Boah. Ja, Leute, das war's mit Teil 2. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, so wie ich. Waren wieder coole Fails dabei. Und, ja, wenn ihr Bock auf mehr DJ-Fails oder Reaction-Videos habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ja, Leute, das war's eigentlich wieder mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao!